Sie möchten in Ihre PowerPoint-Präsentation einen Hyperlink einfügen. Dazu markieren Sie den Bereich, der den Hyperlink beinhalten soll, in meinem Fall jetzt die Seite 1. Sie wechseln auf das Register Einfügen und wählen hier in der Gruppe Hyperlinks Hyperlink aus. Hier auf der linken Seite wählen Sie Aktuelles Dokument und hier finden Sie dann alles, worauf verlinkt werden kann. In meinem Fall jetzt zurück zur Folie 1, weil da die Gesamtübersicht ist, die ich dann wieder anzeigen möchte zum Beispiel. Ich bestätige das mit OK. Und nun haben wir das Problem, dass der Hyperlink oder der Bereich, der mit einem Hyperlink verknüpft ist, blau und unterstrichen angezeigt wird. Wenn man das nicht möchte, markiert man den Bereich, geht in das Register Start, wählt bei Gruppe Schriftart unten rechts das Hauptmenü. Hier in der Mitte bei Unterstreichung wählt man einen Strich aus und bei der Unterstreichungsfarbe weiß. Das hat schon mal funktioniert, weil die Folie als Hintergrundfarbe auch weiß hat. Anschließend markieren Sie den Bereich erneut, gehen in das Register Entwurf und hier in der Gruppe Designs wählen Sie Farben und sagen ganz unten neue Designfarben erstellen. Dann kommen Sie in diesen Bereich und hier sehen Sie auch, ein Hyperlink soll blau dargestellt werden. Das sagen wir jetzt schwarz, weil unsere restliche Schriftfarbe ja auch schwarz ist. Und der besuchte Hyperlink soll auch schwarz angezeigt werden, also nicht irgendwie anders farblich dargestellt werden. Speichern, OK. Wenn ich jetzt die PowerPoint-Präsentation starte, kann ich hier auf Seite 1 klicken und komme auf Seite 1. Klicke ich weiter, komme ich ja wieder auf Seite 2 und so kann ich den Hyperlink nutzen, ohne dass er sich farblich verändert.